fucking Muslims. You fucking Muslims. You're all the same. You're all the same. Not the same. Not the same! Taking a trip to Deutschland. Don't fucking waste it, Aaron. Don't waste it. Da hat mich einer provoziert. Was würden Sie denn machen? Der hat meine Schwester beleidigt und das habe ich geregelt. Wie denn beleidigt? Egal, verstehst du? Es ging um die Ehre. Aha. Um wessen Ehre ging's denn da? Um die Familie. Was ist mit Ihrer Schwester? Wird die jetzt gemeinsam mit Ihnen hier arbeiten? Nein, ich kümmere mich erstmal. Das mit dem Laden schaffe ich schon allein, das ist kein Problem für mich. Und der kann wieder nach Hause. Ihre Schwester zieht wieder zu ihren Eltern zurück? Klar, Mann. Wenn jemand stirbt, ist es gut, wenn du bei deiner Familie bist. Aber für Ihren Schwager war es in Ordnung, dass Deria gearbeitet hat. Keine Ahnung. Warum war sie in den letzten Wochen nicht mehr da, in diesem Fitnessstudio? Mein Vater hat mit Erjan geredet und ihm gesagt, dass es für alle nicht gut ist, wenn man über Delia redet. Von wegen Respekt vor der Familie. Hey, na, wie geht's? Alles klar, Mann. Und bei dir? Ja. Ich hab gehört, du hast mit den Bullen zu tun. Ja, ich habe einen Unfall gehabt mit der Karre von meinen Alten, deswegen. Die Bullen haben mir schräge Fragen gestellt irgendwie, ob wir noch Kollegen sind und so. Hast du denen was von mir erzählt? Was sollte ich denn über dich erzählt haben? Keine Ahnung. Krasse Geschichte mit Merjan, ja? Es tut mir voll leid für deine Schwester. Das stimmt. Das ist echt blöd. Ich finde, du solltest dir das nochmal überlegen. Du musst das Kind abtreiben. Weil ein Kind braucht auch einen Vater und du weißt noch nicht mal, wer der Vater ist. Einer von euch hat das Kind gezeugt. Und wenn keiner von euch die Verantwortung übernehmen will, dann braucht mein Kind keinen Vater. Marc hat eine Freundin, Salva hat eine Freundin. Und keiner von uns hat wirklich Geld, das Kind irgendwie zu versorgen. Du solltest dir das wirklich richtig nochmal überlegen. Ich mein's ernst. Da gibt's nichts zu überlegen. Ich werde das Kind nicht abtreiben. Hat sich jetzt schon so oft verschoben. Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt, dass es noch passieren wird. Es wird auch nicht passieren. Der hat die Sache abgeblasen. Was? Wozu graben wir dann den Sprengstoff aus? Hier liegt kein Sprengstoff, Talkan. Lag hier nie. Mohammed, was soll das? Wir haben Spitzen in der Gruppe. Wer? Das wird dir Abu Galas selber sagen. Einmal bitte.
brauchen diesen Blödmann leider noch. Sollte ich rausfinden, dass sie ein Spitzel ist, stirbst nicht nur du, sondern auch deine Frau. Das verspreche ich dir. Yalla! Was willst du denn hier? Hast du was mit dem Anschlag auf Salva zu tun? Verpiss dich. Es sei denn, du hast Geld dabei. Und deswegen wolltest du Salva umbringen lassen. Bist du jetzt komplett durchgeknallt? Mich in meinem Laden mit einer Waffe zu bedrohen? Für wen hältst du dich? Das sind 500 Euro. Und wenn Salva aus dem Krankenhaus rauskommt, bekommst du die restlichen 500. Aber sollte ihm irgendetwas im Krankenhaus passieren, oder ich mitbekomme, dass du irgendetwas mit dem Anschlag zu tun hast, dann töte ich dich.